In einem der angesehensten Königreiche Griechenlands wurde ein Junge geboren. Der Sohn des Königs und seiner jungen und schönen Königin. Die Geburt des Erben des Königshauses war jedoch alles andere als ein Glücksfall. Bei seinem Besuch im Tempel des Apollo wurde dem König eine Prophezeiung zugetragen, nach der die Geburt seines Sohnes die Ursache für seinen Tod und den Untergang seiner gesamten Familie sein würde. Der König war überzeugt, dass etwas getan werden müsse und überzeugte die Königin, dass das Leben des Kindes zum Wohle aller sein Ende finden muss. Das Kind wurde einem Diener des Königs übergeben, der es auf den Berg Sitaeron bringen sollte. Dem Jungen wurden die Füße durchbohrt und ein Seil durch sie hindurchgeführt. Der Junge sollte an den Füßen an einen Baum aufgehängt werden, sodass die Tiere mit ihm machen konnten, was sie wollten. Der Diener konnte das arme Kind jedoch nicht an diesem Ort lassen und übergab es einem unbekannten Hirten, der mit seinem Vieh vorbeikam. Der Hirte band die Füße des Kindes auf und behandelte seine Wunden. Er taufte das Kind auf den Namen Ödipus, was der mit den geschwollenen Füßen bedeutet. Der Schafhirte wiederum war sehr arm und da er nicht über die nötigen Voraussetzungen verfügte, um das Kind aufzuziehen, brachte er es zum König von Korinth. Polybus und seine Frau hatten keine Kinder und beschlossen daher, Ödipus als ihren eigenen Sohn zu adoptieren. Ödipus wuchs heran und war schön, stark und sehr klug. Und er lebte glücklich als Kronprinz von Korinth. Doch während einer Feier beleidigte einer der Adligen Ödipus mit den Worten, er sei nicht würdig, den Thron von Korinth zu besteigen, da er ein Fremder sei. Ödipus befragte König Polybus, um die Wahrheit zu erfahren. Doch dieser sagte ihm, er solle sich nicht um die Worte eines Betrunkenen kümmern. Ödipus, der mit der Antwort des Königs unzufrieden war, beschloss, die Wahrheit beim Orakel von Delphi zu erfahren. Trotz seines Drängens weigerte sich das Orakel, seine Fragen zu beantworten, sondern prophezeite dem Jungen eine schreckliche Zukunft. Du sollst deinen eigenen Vater töten, deine Mutter heiraten und eine schändliche Nachkommenschaft hinterlassen. Ödipus war bestürzt über diese schreckliche Prophezeiung. Er beschloss, Korinth zu verlassen, um zu verhindern, dass er seinen geliebten Vater tötete und seine Mutter zur Frau nahm. Der junge Mann wanderte entmutigt durch die Straßen Griechenlands. An einer Kreuzung begegnete er einem Herrn mit einem Wagen, der von seinen Dienern begleitet wurde. Die Straße war schmal und einer der Diener warf Ödipus von der Straße, um den Wagen seines Herrn die Durchfahrt zu ermöglichen. Der junge Prinz war empört und schlug den Diener mit seinem Stock. Der Fürst und seine Diener griffen zu den Waffen und rückten gegen Ödipus vor. Ödipus war von Angreifern umzingelt, aber dank seiner Kraft, Beweglichkeit und Jugend konnte der Jüngling alle Gegner besiegen. Der Fürst und seine Diener waren tot. Nur einer der Diener konnte entkommen. Der siegreiche Ödipus empfand ein starkes Gefühl der Macht, nachdem er einen Kampf gegen mehrere Gegner gewonnen hatte. Der Fürst von Korinth wanderte weiter durch Griechenland, als er die Nachricht erhielt, dass ein schreckliches Ungeheuer die Region des Königreiches Theben terrorisierte. Ödipus, der sich nach seinem jüngsten Sieg gestärkt fühlte, ging nach Theben, um sich der furchterregenden Sphinx zu stellen und seinen Namen in das Pantheon der Helden aufzunehmen. Ödipus, Prinz von Korinth, hatte sein Königreich verlassen, nachdem er vom Orakel von Delphi die Prophezeiung gehört hatte, dass er für den Tod seines Vaters verantwortlich sein und gleichzeitig seine Mutter heiraten würde. Im Namen der Liebe zu seinen Eltern verließ er Korinth und begann, ziellos durch Griechenland zu wandern. Während seiner Wanderschaft hörte Ödipus Gerüchte, dass ein Ungeheuer die Stadt Theben verwüstete. Die Kreatur war unter dem Namen Sphinx bekannt. Es war ein geflügeltes Ungeheuer, eine Mischung aus einer Frau und einem Löwen. Die abscheuliche Kreatur stand auf einem Felsen in der Nähe des Stadteingangs und alle, die sich ihr näherten, hörten den folgenden Satz, den die Sphinx aussprach. Entschlüsselt mich, oder ich werde euch verschlingen. Und gleich darauf stellte die Kreatur denjenigen, die es wagten, sich ihr zu nähern, ein Rätsel. Alle, die versuchten, das Rätsel zu entschlüsseln, scheiterten und wurden verschlungen. Kreon herrschte vorübergehend über Theben, das den Tod von König Laios betrauerte. Nachdem er sein Erstgeborenen an die Sphinx verloren hatte, verfügte Kreon, dass derjenige, der die Sphinx besiegen könne, um die Hand seiner Schwester Jokaste, der Königin,
und Witwe des Laios anhalten solle. Und dieser Held sollte König von Theben werden. Ödipus beschloss, diese Herausforderung anzunehmen, da er den Tod nicht fürchtete. Und wenn er sterben würde, wüsste er wenigstens, dass seine Eltern vor seiner schrecklichen Prophezeiung sicher wären. Ödipus traf die Sphinx und hörte den bekannten Satz: Entschlüsselt mich, oder ich werde euch verschlingen. Am Morgen habe ich 4 Beine, mittags 2. Und wenn die Dämmerung kommt, habe ich 3. Unter allen Kreaturen ist sie die einzige, die die Anzahl ihrer Beine ändern kann. Aber je größer die Anzahl, desto geringer ihre Geschwindigkeit und Stärke. Ödipus starrte die Sphinx an, die sich bereits die Lippen leckte und auf eine weitere Mahlzeit wartete. Und so sprach der Junge seine Antwort aus. Die Antwort ist der Mensch. Am Anfang seines Lebens krabbelt er auf Armen und Beinen. In der Mitte seines Lebens geht er auf seinen beiden Beinen. Am Ende seines Lebens ist er auf einen Krückstock angewiesen. Die Lösung des Rätsels überzog die Sphinx mit einer unerträglichen Scham und sie stürzte sich schließlich vom Gipfel einer Klippe. Die Sphinx war tot und Theben war wieder sicher. Kreon gab dem Helden, wie versprochen, die Hand seiner Schwester Jokaste und er heiratete sie. Ödipus war nun der König von Theben. Seine Frau war trotz ihres hohen Alters noch sehr schön und fruchtbar. Mit ihr hatte Ödipus mehrere Kinder und lebte sehr glücklich. Aber schwarze Wolken begannen, die Stadt Theben zu bedecken. Eine Vorahnung, dass etwas Schreckliches geschehen würde. Nachdem er die schreckliche Sphinx besiegt hatte, erhielt Ödipus zur Belohnung die Hand der Königin Jokaste von Theben und wurde König von Theben. Mit der Königin hatte er 4 Kinder, die Jungen Eteokles und Polyneikes und die Mädchen Antigone und Ismene. Viele Jahre vergingen und Ödipus galt trotz seiner Schwächen als gerechter und gütiger König. Die Stadt Theben wurde jedoch von einer Seuche heimgesucht und viele Menschen starben an der Krankheit. In ihrer Verzweiflung wandte sich die Bevölkerung an ihren König, der die Stadt bereits in der Vergangenheit gerettet hatte, und bat Ödipus, sie erneut zu retten. König Ödipus wich seiner Verantwortung für die Stadt nicht aus und beauftragte seinen Freund und Schwager Kreon, zum Orakel von Delphi zu gehen, um die Ursache des Unglücks herauszufinden. Kreon kehrte vom Orakel mit der Antwort auf dieses Unglück zurück. Ich werde offenbaren, was mir von Apollo durch das glorreiche Orakel von Delphi gesagt wurde. Er ordnete ausdrücklich an, dass wir das Land der heiligen Stadt Theben reinigen müssen, das dank eines abscheulichen Verbrechers befleckt ist. Das Orakel verkündete, dass die Pest so lange andauern würde, bis derjenige, der für den Tod von Laios verantwortlich war, aus der prächtigen Stadt Theben vertrieben wurde, die ihm als Zufluchtsort diente. Man wusste nur, dass König Laios von einer Diebesbande an einer Straßenkreuzung ermordet worden war. Aber ihre Identität blieb unbekannt. Ödipus nahm die Verantwortung auf sich, die Identität dieser abscheulichen Ursache, welche in den Mauern von Theben lauerte, aufzudecken und sagte: Jeder, der die wahre Identität des Mörders kennt, ist verpflichtet, mir zu berichten, was er weiß. Und keine Vergeltung zu fürchten, ganz gleich, wer der Täter ist. Denn ihr werdet gebührend belohnt werden. Ich möchte, dass der Mörder weiß, dass, wenn er sich freiwillig stellt, seine körperliche Unversehrtheit gewahrt bleibt und er keine Strafe erleiden wird, außer der vom Orakel geforderten Verbannung. Und ich will, dass alle wissen, dass ich nicht eher ruhen werde, bis der Mann, der für den Tod des Laios verantwortlich ist, gefunden und aus dieser Stadt vertrieben worden ist, auch wenn er zu meinem Hofe oder meiner Familie gehörte. Und ich bete, dass die Götter diesen Menschen bestrafen und ihm aus vollem Herzen Schmerzen und Leiden zufügen. Kreon schlug die Anwesenheit von Tiresias vor. Der alte, blinde Mann war ein berüchtigter Hellseher und mit Hilfe seiner Kräfte konnte der Verbrecher gefunden werden. Der alte Tiresias erschien vor Ödipus, der ihm sagte: Weiser Ältester, dein Ruf als Hellseher gibt dir genug Ruhm, um uns zu helfen, die Identität des tatsächlichen Mörders meines Vorgängers zu entdecken. Deshalb befehle ich dir, alles preiszugeben, was du weißt. Oh,
Schrecklich ist das Wissen, das denen, die es wissen, nur Unglück bringt. Lass mich gehen, mein König, und tragt eure eigene Last und lasst mich die meine tragen. Es wäre besser für uns beide. Wenn du die Identität des Mörders kennst, gib sie jetzt preis. Lasst nicht zu, dass die Stadt Theben durch euer Versäumnis weiterleidet. Ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Solch Wissen wird nur Unglück bringen. Und mein Mund weiß nichts. Wie kannst du es wagen, den Boden zu verraten, der dich aufgenommen hat? Dieser Verräter kann sich nur mitschuldig machen an einem solchen Verbrechen. Tiresias war durch diese Anschuldigung zutiefst beleidigt und beschloss, sein Wissen zu offenbaren. Du hast darauf bestanden, deinen eigenen Untergang zu verfolgen. Mögest du lernen, dass der Böse, der unsere Stadt entweiht, du bist König von Theben. Schaff mir diesen Mann aus den Augen. Er ist ein alter, verrückter Mann. Du wolltest die Wahrheit und du hast mich gezwungen, sie auszusprechen. Nun zwinge dich, die fälligen Strafen zu tragen und die Früchte des Fluchs, den du heraufbeschworen hast, zu begrüßen. Denn ich kenne die mächtige Wahrheit und was gesagt ist, ist gesagt. Führt diesen Verräter ab. Er kann nur mit dem Fürsten Kreon unter einer Decke stecken, der diesen Mann hierher gebracht hat, um meine Krone zu stehlen. Ödipus beschuldigte Kreon des Verrates und der Verschwörung, zusammen mit Tiresias, um ihn zu entmachten. Warum erhebst du so leichtfertig so schwere Anschuldigungen gegen mich? Ich bin immer dein Freund gewesen und habe dich zum König gemacht. Ich will deine Krone nicht haben. Und warum sollte ich das auch wollen? An deiner Seite habe ich alle Vorteile des Königstums, ohne die schweren Lasten eines Königs auf mich nehmen zu müssen. Ich hatte nie den Ehrgeiz, eure Krone für mich zu beanspruchen. Königin Jokaste, die alles beobachtet hatte, versuchte die Gemüter ihres Mannes und ihres Bruders zu beruhigen. Kreon jedoch ging, wütend über Ödipus' Anschuldigungen, davon. Mein Gatte, hör nicht auf das, was dir dieser alte Scharlatan erzählt hat. Diese Wahrsager und Orakel haben nicht mehr die Macht, die sie einst hatten. Es wurde geweissagt, dass Laios von seinem eigenen Sohn getötet werden würde. Und der starb, als er noch ein Baby war. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Ankunft eines Boten aus Korinth angekündigt, der Stadt, in der Ödipus' Eltern noch regierten. Mein Herr, ich bringe eine traurige Nachricht aus Korinth. Dein alter Vater ist gestorben. Deshalb sollst du in deine geliebte Stadt zurückkehren und deinen Thron als Königserben besteigen. Die Nachricht, die du mir überbringst, ist in der Tat traurig. Aber sie ist auch eine große Erleichterung für mich. Das Orakel hat vorausgesagt, dass ich meinen eigenen Vater töten und meine Mutter heiraten würde. Du siehst, Ödipus, das Wort des Orakels ist nicht mehr wertvoll. Der alte König von Korinth ist ohne dein Zutun gestorben. Was aber, wenn mein alter Vater an der Traurigkeit und Verzweiflung gestorben ist, die er empfand, nachdem ich beschlossen hatte, ihn zu verlassen? Es ist nicht klug, nach Korinth zurückzukehren und zu riskieren, mit meiner Mutter verheiratet zu werden. Seid unbesorgt, mein König. Die Königin ist nicht deine wahre Mutter. Sie hat dich nur adoptiert. Woher kennst du so ein Geheimnis? Weil ich derjenige war, der dich übergeben hat, als du noch ein Baby warst. Du wurdest mir übergeben, als ich mit meiner Herde durch dieses Land zog. Deine Füße waren durchbohrt. Nachdem sie gehört hatte, was der Bote gesagt hatte, fühlte Jokaste eine tiefe Enge in ihrem Herzen. Würdest du den Mann wiedererkennen, der mich übergab, wenn du ihn jemals wiedersehen würdest? Vergiss das, Ödipus. Solche Wunden zu schüren würden nur noch mehr Schmerzen verursachen. Es ist wichtig für mich, die Identität meines Vaters und meiner Mutter zu kennen, denn ich möchte ihnen nicht das Unglück meiner Prophezeiung bringen. Bestehe nicht darauf, diesen Weg einzuschlagen. Ich bitte dich. So wie ich die Identität des wahren Mörders von Laios herausfinden muss, ist es meine Pflicht, die Identität meiner Eltern herauszufinden. Das ist meine Pflicht gegenüber Theben
und gegenüber mir selbst. Wage es nicht, du Trauriger. Wenn du darauf bestehst, wird das der einzige Titel sein, den du für den Rest deines Lebens tragen wirst. Verzweifelt brach Jokaste in Tränen aus und lief in ihr Zimmer. Ödipus verstand den Grund für die hysterische Reaktion seiner Frau nicht und glaubte, dass Jokaste wahrscheinlich die bescheidene Herkunft seiner Eltern fürchtete. Etwas, das den Namen ihrer Familie verderben könnte. Während Ödipus mit dem Boten sprach, erfuhr er, dass der einzige Zeuge des Mordes an Laios an den Hof gebracht wurde. Der Diener des ehemaligen Königs sah vor Ödipus blass aus. Der Bote sagte zu ihm, Herr, ich habe keinen Zweifel. Dies ist der Mann, der dich mir übergab, als du noch ein Baby warst. Diener, dieser Mann sagt, dass du ihm vor vielen Jahren ein Baby übergeben hast. Herr, kümmere dich nicht um diesen Mann. Er verliert nur deine Zeit. Erinnerst du dich an den kleinen Jungen mit den verletzten Füßen, der jetzt als König vor dir steht? Warum hältst du nicht dein Maul, du Narr? Ist es wahr, was er sagt? Ich weiß nicht, wovon dieser Mann spricht. Du wirst die Wahrheit sagen, ob du es willst oder nicht. Fesselt ihn an den Baumstamm. Bitte, tut einem alten Mann nichts zuleide. Ich verfluche den Tag, an dem ich dein Leben verschont habe. Es wäre besser, du wärst tot. Wer hat ihnen das Kind übergeben? War es dein Vater? Ich bitte Sie, mein König, fragen Sie mich nichts weiter. Wenn ich die Frage wiederholen muss, werdet ihr ein toter Mann sein. In Anbetracht dieser Drohung beuge ich mich eurem Willen. Dies zu sagen, wird sehr grausam sein. Aber ihr Schmerz als Zuhörer wird noch unerträglicher sein. Sprich sofort und beende diese Geschichte. Du wurdest mir von der Königin Jokaste übergeben, die mir ihren Sohn mit König Laios in die Arme legte, damit er den Bestien des Berges Citharion ausgeliefert werden konnte, um die Erfüllung einer schrecklichen Prophezeiung zu verhindern. In diesem Augenblick der Offenbarung kam Licht in die ganze Dunkelheit, die den armen Ödipus geblendet hatte. Seine Prophezeiung hatte sich erfüllt. Beim Versuch, seinem Schicksal aus Korinth zu entkommen, kreuzte Ödipus tatsächlich den Weg dorthin. Aber Ödipus' ganzes Elend war noch nicht erreicht. Denn Königin Jokaste hatte gerade eine Verzweiflungstat begangen. Ödipus rannte zu den königlichen Gemächern, doch die Tür war verschlossen. Jokaste, tu nichts, was nicht rückgängig gemacht werden kann. Wir sind nicht schuld an dem, was geschehen ist. Alles war eine Unvermeidlichkeit des Schicksals. Nachdem Ödipus die Tür aufgebrochen hatte, fand er Jokaste mit einem Strick um den Hals hängend vor. Ödipus legte den Körper der leblosen Königin auf den Boden. Er entfernte die goldenen Broschen, mit denen ihr Kleid gebunden war, und stach sich mit den Nadeln die Augen aus. Verflucht seien meine Augen, die eine so furchtbare Szene gesehen haben. Deshalb verstümmle ich sie, damit ich meinen Eltern im Reich des Hades nicht mehr gegenübertreten muss. Blind wandte sich Ödipus an die Bevölkerung von Theben und sagte, ich habe mir selbst die Augen geblendet. Was kann ich in diesem Leben noch bewundern oder lieben? Bringt mich in die Verbannung, weit weg von Theben. Denn ich bin verdammt, das von den Göttern am meisten gehasste Geschöpf unter den Sterblichen. Ödipus übergab seine Krone seinem Schwager Kreon, der sich um das Königreich kümmern sollte, bis seine Kinder das Alter für die Herrschaft erreichten. Ödipus wurde der Stock der Vernachlässigten übergeben und der unglückliche König wurde von seinen eigenen Kindern vor die Tore der Stadt gebracht. Seine geliebte Tochter Antigone streckte ihm den Arm entgegen und beschloss, ihren armen Vater ins Exil zu begleiten. Für Ödipus konnte die Anwesenheit seiner Tochter an seiner Seite nur bedeuten, dass die Götter endlich Mitleid mit einem Mann hatten, der seit Anbeginn seines Lebens so grausam verfolgt wurde.